miteinander ein sehr, sehr tolles Projekt für Sarntal, aber auch für die Restauration in Sarntal. Wie man weiß, ist ja ganz eine super Restauration in Sarntal. Das Interessante ist, einmal den größten Teil der Provinz, sage ich mal, den Slogan als größtes Restaurant der Alpen zu lancieren. Aber nicht nur das, das Entscheidende ist eigentlich, sage ich mal, dass wir ganz eine große Vielfalt von Restaurants bieten, die eigentlich von super kreativ bis ganz, ganz traditionell arbeiten. Das ist nicht eine klassische Spezialitätenwoche, sondern spielt sich über das ganze Jahr, über alle Saisonen. Und dahingehend in der Küche auch die drei Hauptgerichte, was alle Restaurants in einer extra Menükarte miteinander anbieten. Das hat einfach kein Verfallsdatum, geht allem weiter und das ist auch austauschbar. Sie werden da saisonal Akzente setzen, auch deswegen, weil man auf die lokalen Produktanbieter, sprich Speck, Käse, Früchte und Gemüse vor allem, die Sachen kriegt man natürlich nicht allem in jeder Saison natürlich. Das reicht ja von ganz innovativen Restaurants bis hin zu ganz traditionellen, wo wir von Sahner Nocken reden, wir reden von Kaiserschmarrn, aber wir reden von Gerichten mit Sahner Latsche natürlich, von Gerichten von Sahner Graufi, aber auch für die Lämmer, was mit Sahner drin oben, für die Produzenten wie Afing Bruckhoff und Oberhöller Schokolade. Also das ist so breit gefächert, aber das Tolle ist wirklich, dass jeder mit den Produkten, jede Art für Restaurant mit den Produkten eigentlich irgendwas machen kann. Und das ist eigentlich das Spannende und das ist das, was eigentlich so das Einzigartige in der Kooperation ist. Thank you.